Wie kann man dafür sorgen, dass eine Arbeit weniger stresst? Manchmal ist man total ausgelaugt, hat null Motivation, null Energie, die Arbeit zu gehen oder auch was Sinnvolles zu tun, was man machen muss, aber man schiebt es ewig vor sich her. Wie kann das leichter fallen? Es gibt eine Riesenerkenntnis, die man verinnerlichen sollte und dann geht alles leichter. Und zwar fängt man bei der Frage an, was ist überhaupt Arbeit? Du kennst es vielleicht, du hast frei, du hast Urlaub und du willst deinen freien Tag nutzen, um einkaufen zu gehen. Brauchst neue Schuhe und willst dir dafür richtig Zeit nehmen oder irgendwas anderes zum Anziehen. Und dann gehst du in die Stadt, fährst mit dem Fahrrad zum Beispiel und gehst in den Laden und wühlt sich da 1, 2 Stunden durch und danach gehst du noch kurz was essen und dann radelst du wieder nach Hause und dann bist du so richtig schlapp. Von was denn? Naja, weil du da mit dem Fahrrad hingefahren bist, dann überlegen musstest jetzt die oder die und anprobieren und nicht und dann warst du bist noch in der Stadt rumgelaufen, was zu essen kaufen und dann wieder nach Hause und bist schlapp von deiner Freizeit. Und eigentlich müsste man ja meinen, dass diese Freizeit, man hat ja was getan, was einem Spaß macht, einem Energie geben sollte, aber genau das Gegenteil war der Fall und das ist nicht schlimm. Das ist einfach nur natürlich, weil Arbeit heißt letztlich auch nichts anderes, als unterwegs zu sein. Statt eben in die Stadt zu radeln und einzukaufen, gehst du in die Arbeit und machst irgendwas anderes, von dem du weißt, du willst es machen oder zumindest du musst es machen, du solltest es machen und dann kommst du schlapp nach Hause. Und daran sieht man, dass Arbeit reine Kopfsache ist, ob etwas Arbeit ist oder nicht, denn alles ist Arbeit. Kochen ist Arbeit, Lesen ist Arbeit. Eine Dokumentation schauen kann auch Arbeit sein, ne? Man denkt da manchmal oft drüber nach. Oder lässt ein bisschen Revue passieren, kommt zu neuen Schlussfolgerungen. Spazieren gehen ist auch Arbeit. Sport machen ist Arbeit. Und daher, wenn dich der deine berufliche Arbeit komplett auslaugt, oder auch die Lernarbeit, dann ist das eine Einstellungssache. Dann heißt es das nicht, dass das deutlich anstrengender ist, als zu kochen, als einkaufen zu gehen, sondern nur, dass du es als deutlich anstrengender empfindest, dich deutlich mehr dagegen sträubst, als wenn du jetzt was kochst oder in die Stadt zum Einkaufen fährst. Und wenn du die Arbeit nicht mit so vielen negativen Gedanken verbinden würdest, sondern mit der gleichen Einstellung, ja, ich hatte das halt vor und das habe ich jetzt gemacht oder das musste ich machen, das wollte ich machen, deswegen habe ich es jetzt gemacht. Dann fällt dir die Arbeit leichter. Daher, es ist Kopfsache, nur die Gedanken, die du um die Arbeit herum baust, sind das, was eine Arbeit erst stressig macht. Wenn du im Urlaub bist, wegfliegst und ein paar Leute dabei hast, besonders wenn du so Frühaufsteher dabei hast, die sagen, ja, wir müssen um 8 los und uns das Museum anschauen und die Stadt anschauen und da rumlaufen und da, und dann kommst du erst wieder um 21 Uhr abends nach Hause, bist du genauso platt wie nach einem Arbeitstag. Weil, wie wir schon gesehen haben, es war ja auch Arbeit. Nur, dass wir es ja da nicht als so schlimm empfinden. Wobei die berufliche Arbeit, dadurch, dass du dadurch Geld verdienst, letztlich etwas subjektiv betrachtet deutlich sinnvoller ist, wie wenn du jetzt lauter Sachen im Urlaub angeschaut hast. Daher Einstellungssache. Frage dich, welche Einstellung habe ich zur Arbeit und könnte ich denn die nicht genauso locker ansehen wie etwas, was ich in meiner Freizeit mache? Wie etwas, das ich plane, was ich dann umsetze und wo ich dann auch platt nach Hause komme. Muss ich denn um die Arbeit noch so viele negative Gedanken bauen, dass man sagt, oh, ich hätte viel lieber was anderes gemacht? Hast du nicht? Kannst du nicht? Aber du kannst diese Gedanken, dass du dich immer dagegen sträubst, abbauen. Mir persönlich hilft dieser Gedanke sehr, lockerer und stressfreier durchs Leben zu gehen und dir vielleicht auch.